Das Finale Grande, das Finale Grande, Grandissimo. Deutschland greift nach Gold, Kroatien greift nach Gold und Ines Maricic und Nataša Gravnik-Gasparini, die eröffnen dieses Finalspiel. Und Saskia Seitz spielt die 9 dagegen und Daniela Kicker spielt die 7 dagegen. Und damit führt Deutschland nach dem ersten Wurf mit 16:12. Heißt das hier eine Dramatik pur. Wieder alle 4 am Anwurf. Jetzt sind es die Deutschen, die beginnen. Daniela Kicker wieder mit einer 9. Saskia Seitz mit der 8. Und nur 7, 8, 9, 10, 11 von den Kroatinnen. Deutschland 33, Kroatien 23. Und jetzt muss gezählt werden. Daniela Kicker nur 4, Saskia Seitz 8, eine 9 und eine 7. Und jetzt ist der große Jubel da. Für eine der beiden Mannschaften 37:45, also Serbien freut sich und Deutschland freut sich. Das ist ja mal klasse. Das sind Bilder jetzt. Also, Wahnsinn. Kali. Ja, da fällt mir nichts mehr ein. Wunderschön, wunderschön, einfach wunderschön. So spannend kann das beim Kegeln sein und wir haben das ganz groß gemacht. Vor allen Dingen die ersten 2 Wurf haben sie ganz stark gesetzt, die Deutschen. Und Serbien wird Weltmeister bei den Herren. Also das ist hier Jubel pur. Wir gehen mal in die Totale jetzt mit rein auf der anderen Seite und dann bleiben wir bei der deutschen Mannschaft. Also das ist hier Wahnsinn. Auf Livestream 1 bis 4, da feiern die Serben. Und auf 5 bis 8, da feiert die deutsche Mannschaft. Sie ist Weltmeister. Sie hat im Sudden Victory die Nerven behalten. Sie hat den Heimvorteil genutzt. Sie hat die Nervenstärke behalten. Sie hat Kroatien in die Knie gezwungen. Sie hat den Weltmeister entthront. Und nach 2009 ist Deutschland wieder Kegelweltmeister bei den Damen. Die Herren haben Bronze geholt und die Damen Gold. Was für ein großartiges Finale von Saskia Seitz und Daniela Kicker. Wahnsinnige Bilder spielen sich jetzt hier ab und mittendrin Harald Seitz, der WM-Organisator, dem jetzt im Prinzip die Emotionen freien Lauf lassen. Das ist ein Wahnsinnsfinale. Deutschland ist Weltmeister bei den Damen und Dritter bei den Frauen. Serbien holt den Titel bei den Herren. Ungarn wird Zweiter. Kroatien wird Zweiter. Eine Wahnsinnsgeschichte.